Ich muss zugeben, das ist wirklich ein Feeling für den großen Showdown. Und wenn ich etwas liebe, dann ist das große Finale. Allerdings gibt es auch zwei Dinge, die ich dafür überhaupt nicht ausstehen kann. Das eine sind die Amerikaner. Furchtbares Volk. Und das andere sind kleine Mädchen, die nachts in mein Hauptquartier eindringen und 20 meiner besten Männer töten. Sei doch bitte so gut und dreh dich um. Ich denke, du kannst dir also vorstellen, wie sehr mir dein Erscheinen missfällt. Zumal du noch nicht einmal die Güte besitzt, dich zu erklären. Ich meine, was habe ich dem Kätzchen denn genommen, dass es derart seine Krallen ausfährt? Meine Familie. Ich wollte vorhin natürlich nicht so hart klingen. Natürlich hast du den Amerikanern gegenüber einen ganz entscheidenden Vorteil. Dich kann ich beseitigen. Du hast sie doch gesehen. Du gehst jetzt rein und dann spaltet sie dir den Schädel oder schneidet dir die Eier ab. Ja, was schlägst du vor? Sollen wir stehen bleiben und warten, bis deine Altersschwäche stirbt? Nein. Ich hab da was vor kurzem eingekauft. Das wollte ich nur mal ausprobieren. Du bist doch wahnsinnig. Weißt du, ob die Dinger funktionieren? Ja, natürlich weiß ich, die Dinger funktionieren. Ist gar nicht so schwer. Pass auf. Fuck. Eine Handgranate des Typs US-M61. Brauch genau 9 Sekunden, um aus einem Arsch eine verdammte Packung Haferflocken zu machen. Du hast bereits 4 Sekunden verschwendet, Soldat. Die bleiben also 5, 4, 3, 2. Oh, fuck! Freunde applaudiert. Die Vorstellung ist zu Ende. Mama? Mama? Mama, wach doch bitte auf. Mama, bitte. Mama, ich hab den bösen Mann umgebracht. Mama. Mama, ist alles wieder gut. Mama. Meine Mom war oft traurig. Sie dachte immer, ich krieg's nicht mit. Aber oft lag ich nachts wach und hab gehört, wie sie weint. Und manchmal nahm sie dann die hier aus dem Schrank. Und dann wusste ich wieder, dass es bestimmt ganz arg schlimm sein musste. Heute Nacht ging's ihr gut. Da hat sie bei mir im Bett geschlafen.
Tut mir leid. Schon okay. Hey, wir haben gehört, wie was durchs Fenster geflogen ist. Warst du das? Wer sonst? Warum kannst du sowas? Ich bin eben wütend. Das kann ich mir vorstellen. Haben sie dir auch die Mami genommen? Hey, ich kann hier leider nicht bleiben. Die suchen bestimmt schon nach mir und ich will dich nicht noch mehr Schwierigkeiten bringen. Ich hab dir das Leben gerettet. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wärst du jetzt tot. Und wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre meine Mama noch am Leben. Du schuldest mir was. Ich kann dich doch nicht einfach... Ist das ein Wecker? Wir haben Ferien. Erlebt wirklich das große Finale. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir so schnell wie möglich hier raus müssen. Boss? Boss, wir kriegen keine Anweisung mehr. Boss, wir kommen jetzt rein. Und jetzt?